Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Heute geht es um die Rampage LMG. Ich habe Gameplay für euch, leider natürlich nicht selber erspielt. Der amerikanische YouTuber Staycation durfte schon mal antesten. Ich habe hier ein bisschen was zusammengeschnitten für euch. Leider ist es sämtlichen EA Game Changern weltweit, falls euch das Programm was sagt, die normalerweise schon Wochen vorher den neuen Stuff testen, dürfen, inklusive mir tatsächlich, verwehrt geblieben, Season 10 Stuff vorher schon zu testen. Warum das diesmal der Fall ist, kann ich leider nicht beantworten. Das könnte natürlich an diesen neuen Kooperationen von Apex und zum Beispiel diesen Monster Energy Drink Gedöns liegen. Ob das jetzt der einzige Grund ist, keine Ahnung, ist nur eine Vermutung von mir. Ich fange jetzt einfach mal an und ich glaube tatsächlich, dass die Rampage LMG auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spitfire-Ersatz ist und ich glaube, viele sich vielleicht zu früh freuen, dass die Spitfire weg ist, denn die, denke ich, die Rampage LMG ist sehr, sehr easy zu handeln. Hier haben wir das Gameplay zusammengebastelt ein bisschen. Ist wie gesagt eine LMG, schwere Munition mit einer Thermitgranate, aufladbar. Dadurch erhöht sich die Feuerrate ein Stück und wir können Türen zerschießen. Und der ein oder andere meint, Mensch, Türen zerschießen ist ja jetzt auch nichts Besonderes. Aber das Positive ist, wir müssen nicht erst eine Thermitgranate zum Beispiel gegen eine Tür schmeißen, bis die Tür zerstört ist. Denn es könnte sich ja zum Beispiel hinter dieser Tür ein Feind verstecken oder einfach die Tür blockieren, weil er sich heilt oder euch daran hindern will, dass ihr das Gebäude stürmt. So könnt ihr einfach mit geladener Thermitgranate draufhalten und gleichzeitig, wenn die Tür zerstört ist, gleich den Gegner weiter befeuern, was ich auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Sache finde. Und wir haben auch eine Besonderheit, dass wir, und das zeige ich euch gleich noch, in einer Slow Motion, es gibt einen Ladebalken, sobald wir die Thermitgranate in diese Waffe laden. Wie lange das dauert, sehen wir natürlich auch. Wir haben ein Standardmagazin von 32 und 46 ist die Maximalkapazität mit einem lila Mag oder auch einem goldenen und wir können einen Schaft, ein Visier, ein Mag und ein Barrel Stabilizer oder einen Laufstabilisator draufladen, der Vollständigkeit halber. Sie hat durch die langsame Feuerrate ein sehr kontrollierbares Rückstoßverhalten. Dieses Muster, denke ich, ist sehr, sehr easy entgegenzuwirken und es ist, by the way, bemerkt, auch die automatische Waffe, die am langsamsten schießt, jetzt mittlerweile dann in Apex Legends, was auch der Grund ist, warum die Waffe sehr, sehr leicht zu handeln ist. Man muss sich einfach nur ein bisschen an die Feuerrate gewöhnen, wie schnell oder wie langsam diese Waffe eben schießt. So, ich mache nochmal ein Stück weit zurück. Wir haben hier übrigens einen Kopfschussschaden von 42, Körpertreffer 28 und die Extremitäten sind bei 24. Ist jetzt nicht die Welt, aber ich denke, wenn man ordentlich auf den Gegner hält, ist das hier, sieht man auch ganz gut, ist der Gegner auch relativ easy runtergeschossen und vor allen Dingen, wenn man das Rückstoß oder den Rückstoß wirklich so easy kontrollieren kann, wie man es hier sieht, dann ist das auf jeden Fall kein Problem, im Nahkampf da einen Gegner wegzuhauen. So, jetzt zeige ich euch mal kurz, wie das aussieht, wenn wir die Thermitgranate laden. Ihr seht unten rechts über der Waffe jetzt so eine Art Ladebalken. Wir können mit dem D-Pad auf den Controller, und wer das nicht weiß, was das ist die linke Steuerkreuztaste auf der PlayStation und auf dem Xbox-Controller. Mit der linken Taste können wir die Thermitgranate hier reinfüllen und es dauert 4 Sekunden, bis das Teil voll geladen ist. Und jetzt sehen wir, wie sich ein Stück weit die Feuerrate erhöht. Und vor allen Dingen sehen wir, wie lange hält denn die Thermitgranate. Und was mir auch aufgefallen ist, es könnte tatsächlich sein, dass wir die Thermitgranate hier reinfüllen und der Ladebalken so lange voll bleibt, bis wir eben anfangen zu schießen. Schießen wir nicht, bleibt der Ladebalken gleich. Ob das jetzt tatsächlich so ist, ist nur noch Vermutung. Müssen wir dann sehen, wenn das Spiel draußen ist. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir tatsächlich lange, lange Zeit haben, wenn die Thermitgranate geladen ist, dass wir dann auch eine Weile mit der Waffe so rumlaufen können, ohne Zeitdruck zu haben. Mensch, jetzt habe ich vielleicht eine Thermitgranate verschwendet und der Ladebalken leert sich langsam. Auf jeden Fall sehen wir hier in der Slow Motion, wie der dann jetzt beim Schießen langsam runtergeht und wir einfach einschätzen können, wie lange wir noch ballern können. Finde ich auf jeden Fall eine feine Sache. Viel mehr gibt es über die neue Waffe überhaupt nicht zu sagen, zumindest Stand jetzt. Wenn ich dann eigenes Gameplay erspielen kann, nächste Woche Dienstag, wenn die Season dann draußen ist, gibt es vielleicht nochmal ein extra Video. Mal gucken, lasst euch einfach mal überraschen. Lasst mich jetzt mal in den Kommentaren wissen, was ihr von der neuen Waffe haltet. Ist es vielleicht wirklich ein krasser Spitfire-Ersatz, sodass es nicht wirklich einen großen Unterschied macht, ob die Spitfire jetzt weg ist oder nicht, weil wir jetzt vielleicht sogar eine krassere LMG, die vielleicht noch leichter zu handeln ist, da haben, weil das Rückstoßverhalten viel, viel einfacher ist.
auch wenn die Feuerrate relativ langsam ist, könnte ich mir vorstellen, es ist wirklich ein Spitzen-Spitfire-Ersatz. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Lasst mich wie immer mit einem Daumen nach oben wissen, dass euch das Video gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.